So, mit Victus und Rex brauchen wir eigentlich nichts besprechen, denn die haben uns ja ihre Aufträge gegeben, die uns beide auch nach T'Chaka führen. Hast du die Citadel gesehen, als wir auf Landgang waren? Man merkt dort überhaupt nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Die vielen Flüchtlinge müssen ja irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob ihr an den Docks wart, aber da hat man es schon ein bisschen gemerkt, denke ich. So, irgendwas Neues? Nein. Okay. Dann also auf zum nächsten Auftrag. Gut, jetzt haben wir hier noch das abgestürzte Schiff. Das ist das mit dem turianischen Überlebenden, den wir exfiltrieren sollen. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir schauen uns erstmal ein bisschen weiter um. Ja, das könnten wir machen. Wir gehen erstmal ins Milan-Nest und suchen nach den Artefakten. Würde ich so vorschlagen. Das habe ich jetzt gerade auch im Aralax-System überhaupt nicht gemacht, fällt mir gerade so auf, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir hier irgendwas finden können. Ja, die Signal Reaper, die kommen langsam, ich weiß. Ist mir aber Rille. So, Treibstoffdepot, das ist ja super. Das bringt es mir total. Aber wir sehen, es gibt noch mehr hier. Zum Beispiel hier und da hören wir schon die Reaper. Ist das nicht schön? Aber davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. So, was haben wir denn da? Pfeiler der Stärke. Das ist doch unser Artefakt, das wir gesucht haben. Schön, schön. Das Artefakt der Batterianer. Und wenn jetzt sowieso schon die Reaper da sind, können wir auch noch kurz weitersuchen. Wie ist denn hier jetzt... Ah, schnell weg. Ausweichen erfolgreich. Oh, das war aber knapp. Wie es denn hier jetzt aussieht. Okay. Wir müssen mal... Das ist jetzt ein bisschen mutig, ich weiß. Aber kann man mal machen. Einfach durchfliegen. Reaper umgangen. Wir dürfen uns bloß nicht von denen erwischen lassen. So, ich würde halt schon gern eigentlich noch das dritte finden, was wir hier haben. So, ich mache mal gleich hier lang. ULG-Sprung erfolgreich. Hm. Schade, ich werde auch immer wieder da oben rausgeworfen, ne? So, hier ist es aber auch nicht. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Ausweichen erfolgreich. Müssen wir später mal schauen. Also irgendwo ist noch was Drittes dort. Wir machen mal kurz zu dem anderen System hier rüber. So. Ich habe etwas gefunden. Ah, das war schon mal ganz gut. Ein sauberer Treffer, noch ein bisschen mehr Treibstoff. Gut, damit haben wir schon die Hälfte und da ist auch schon der Rest. Ja. Lass mich nochmal kurz hier auf dem Planeten checken. Auf Alec. Was haben wir denn da Schönes? Credits erhalten. Okay, warum nicht? Da liegen halt einfach Credits rum. So, ich gehe dann mal, ne? Bis bald. Reaper Umgang. Gut, hier gibt's auch noch Artefakte zu finden. Mensch, hier ist ja richtig viel, was man noch so entdecken kann. Gut, auf Vana. Das ist eine richtige Landungsmission, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier ansonsten irgendwas aufdecken können. Signal bestätigt. Ah ja, okay. Es gibt was. Lass mal noch schauen, bevor die Reaper ankommen. Mal wieder bloß Treibstoff. Okay, das sind 50%, dann sind die restlichen... Sprung erfolgreich. Ich weiß nicht, ob die restlichen 50% dann einfach auf dem Planeten sind. Wir können uns ja mal... Ah, das ist aber... ist das haarig. Ho. Wir können es uns ja mal anschauen. Warum kann ich nicht? Oh, shit. Geh. Oh, Gott. Ja, das... Erfolgreich. Ja, die restlichen 50% sind das auf dem Planeten. Na, dankeschön. Die setzen mich auch noch so ab, dass ich da überhaupt nicht hinkomme. Ja, super. Ich muss irgendwie bei dem Planeten drüben ankommen. Es wäre schön, wenn ihr mich dort mal rauswerfen würdet. Ja, besser. Besser. So, da haben wir ihn zumindest schon mal identifiziert. Ausweichen erfolgreich. Jetzt könnte ich dort auch was finden. Aber ich glaube, das wird jetzt gerade nichts mehr. Oder? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war. Ich glaube, uns wird es gerade erwischen jetzt gleich. So, Schwarzmarkt-Artefakte. Sehr gut. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr lebend hier weg. Das ist das Problem. Oh Gott, doch.
Aber gerade so. Erfolgreich. Das war interessant, sag ich mal, ne? Das war mutig. Aber man muss auch manchmal was riskieren, um die Sachen zu kriegen. Wenn ich hier nur auf Sicherheit gehe, dann wird das nix. So, hier muss ich aber immer noch... Ich will es wenigstens finden, Mensch. Immer noch nicht gefunden. Erfolgreich. Ich weiß halt gar nicht, wo hier was sein soll. Ich habe ja noch nicht mal einen Ansatzpunkt. Nee. Ach, da oben, der eine Planet ist markiert. Das sehe ich jetzt erst. So, aber da komme ich so auch nicht hin. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen in der Nähe rausgeworfen werden. Ah, das ist mir eigentlich nicht so lieb. Jetzt hier wieder... Muss ich wieder dieses enge Spielchen machen. Okay, schauen wir mal. Gut, was haben wir denn da? Ach, wo ist es denn? Hier. Waffen-Upgrade-Kit. Okay, da können wir bestimmt wieder zu Glyph gehen damit. Wunderbar. Ja. Lasst mich mal in Ruhe. Ausweichen erfolgreich. Ich flieg dann mal von dannen. So, jetzt muss ich bloß noch irgendwie zum Massenportal kommen. Danke, das war sehr freundlich. ULG-Sprung erfolgreich. Ich glaube, den Treibstoff füllen wir dann lieber irgendwo anders auf. Aber zumindest haben wir das Milan-Nest damit jetzt zu 100% abgeschlossen. Das heißt, von jetzt an kann es uns eigentlich egal sein, dass dort Reaper sind. Okay, Hades Gamma und Gemini Sigma gibt es noch nichts. Es ist mal interessant, dass gar keine Musik gerade ist. So, ich würde sagen, da wir gerade schon so viel Spaß mit Cerberus hatten, gehen wir jetzt direkt zum Cerberus-Labor. Schauen wir es uns an. In jedem Fall können wir jetzt einerseits den Batarianern helfen in der Landebucht und andererseits auch dem General Oraka. Ich habe etwas gefunden. Das finde ich schon mal ziemlich positiv. So, schauen wir mal, was es denn hier auf Watson gibt. Also die Sachen auf dem Planeten, die sind meistens weit erfolgversprechender. Raketenwerfer Javelin, sehr gut. Da findet man meistens richtige Kriegsaktivposten. Während das im Weltraum halt viel zu oft einfach nur Treibstoff ist. So, schauen wir mal hier hinten noch. Ja, wir werden gleich wieder Ärger kriegen, ich weiß. So, ahaha. Hier gibt es noch ein bisschen Treibstoff. Das ist gar nicht so schlecht, denn mein Treibstoff kann ruhig noch ein bisschen Auffüllung wieder bekommen. Jawohl. Damit schaffen wir es zumindest auf jeden Fall bis zum Nachbarsystem. So, das ist ja schon mal was. Okay. Da wäre ich mir ansonsten nämlich nicht ganz sicher gewesen, ob wir das wirklich schaffen. Sehr kleines System diesmal und beide Planeten haben was für uns. Kann sein, dass ich hier gar keine Sorgen haben muss wegen Reapern. Na gut, von mir aus. So, was haben wir denn hier auf Lena? Credits, schon wieder Credits. Das ist gut. Ich habe ja vorhin einiges ausgegeben, um das Partikelgewehr noch ein bisschen zu pimpen. So, und dann auf nach Sanctum. Irgendwie kommt mir Sanctum vom Namen her bekannt vor, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nur, weil das halt in der Einleitung zu der Mission erwähnt wurde. So. Oder waren wir schon mal auf Sanctum? Keine Ahnung. Wen nehmen wir denn diesmal mit? Ich würde sagen, Garrus darf heute mal wieder mitkommen. Und Lyra. So. Bei euch beiden müssen wir doch bestimmt noch was unternehmen. So, Lyra haben wir... Ja, auf jeden Fall müssen da noch Mods rein in die Waffen. Hier kommt noch der Kraftverstärker rein. Und bei dir kommen noch der Großkaliberlauf und das Fernrohr rein. Wunderbar. Garrus, wie sieht's bei dir aus? Die Mantis. Ja, da haben wir ja bloß die eine und da haben wir auch schon Mods drin. Okay, dann schauen wir mal hier drüben. Vindicator. Du kannst eigentlich mal das Partikelgewehr nehmen, finde ich. So, Durchschlagsmod klingt eigentlich ganz gut. Was haben wir noch? Laufverlängerung. Mit Schaden. Ja. Da sind wir dabei. Okay, ist jetzt zwar ziemlich schwer, aber ich glaube, Garrus sollte das egal sein.
Gut. Einige Punkte zu vergeben. Also es ist nichts Neues dazugekommen an Punkten. Aber wir können natürlich noch was draufgeben. Mehr Kraft und Schaden trifft Feinde in einem größeren Radius wahrscheinlich. Machen wir das. So, und Liara. Oh, bei der gibt es einiges zu vergeben. Gehen wir erstmal auf den Warp vielleicht mit einer neuen Stufe. Schaden und Dauer oder Waffenschaden, Kräfteschaden. Ne, dann gehen wir hier oben drauf. So, und die pure Biotik, da können wir auch noch einen drauf geben. Schnelleres Aufladen, mehr Gesundheit und Schilde. Mache ich mal das. Weil schnelles Aufladen, ich weiß nicht, bei NPCs ist es irgendwie nicht so wichtig, dass es schnell wieder aufgeladen ist. Weil die sowieso meistens nicht so inflationär ihre Skills benutzen, Commander, wie ich das tue. Ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat. Und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Du willst wirklich Proben von der Reaper Tech haben? Na gut, wie du meinst. Aber ich hoffe, die sind vorsichtig damit, denn wenn ich so an das DLC Die Ankunft aus dem zweiten Teil denke, da... Ich habe das erste Lager geortet und aktualisiere ihren Navi-Punkt. Ja, da war das auch ein bisschen kritisch. So, was haben wir denn? Ah, da oben. Alles klar. Diese Karte ist übrigens auch eine Multiplayer-Map, wenn ich mich richtig entsinne. Oh, da ist er weggeflattert. Na gut. So, das alte Wütespiel, es ist wieder wunderschön. Na. So, mein Freund. Das war nicht so, wie ich mir das dachte, aber okay. Gut, mach mal einen Hüpfer, natürlich. Was? Das war seltsam. Na gut, haben wir was zum Einsammeln. Ich weiß... Ah, Credits, okay. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich Wichtigeres zu tun normalerweise, aber wir sehen, es gibt was. Wenn auch wieder bloß für das Scharfschützengewehr. Aber da freut sich Garrus vielleicht drüber. Tagebucheintrag. Persönliche Logs, A Masters. Endlich angekommen. Wow, die Truppen hier meinen es wirklich ernst. Keiner lächelt. Nie. Und Selbstmord, wenn ein Suchbefehl für dich vorliegt? Im Ernst? Sie nennen das Training Integration. Ich werde ab morgen integriert. Kann's kaum erwarten. Naja, ich glaube, es war keine gute Idee, für die zu arbeiten, mein Freund. Ganz ehrlich, schlechteste Entscheidung deines Lebens. Aber naja, wenn du es unbedingt tun willst, so Einnehmungssystem gehen wir gleich ran. Da unten schauen wir bestimmt sowieso gleich noch vorbei. Ach, sieh mal einer, guck, was hier steht. So. Haben wir schon einen neuen Navi-Punkt? Reaper-Artefakt aufheben. Ach so. Und was ist das da unten? Ach, sind mehrere wahrscheinlich, oder wie? So, lass mal umgehen den Spaß. Hatte ich das nicht gerade eben schon? Es scheint Reaper-Tech zu sein, aber die Signaturen sind mir neu. Hab die Probe. Also, bin wahrscheinlich zu früh weggelaufen davon. Halt. Da drüben, okay. Ach so, wir dürfen nicht mehrere gleichzeitig bei uns haben, wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir uns mal wieder zurück zu dem Absatzpunkt. So. Zweites Lager geortet, Commander. Navi-Punkt aktualisiert. Na klar doch. Gute Arbeit. So, ich kürze gleich mal ab. Und du solltest dich gleich mal verpissen. Warte. Ach, da drüben. So, bevor er sein Geschütz aufbaut, aber das ist ja ein anderer hier. So, das wärst du die. Halt da drüben. Ach, du bist gar nicht Garrus. Ich weiß nicht, Garrus verwechsel ich manchmal mit den
Ne, Cerberus-Truppen. So, wie sieht's denn aus, Leute? Darf ich euch mal hilfreich zur Hand gehen? So. War das der letzte? Scheint mir so, oder? Na gut, dann lass mal runtergehen. Ich nehme mal an, dass wir jetzt hier hin müssen. Ja, okay. Nur noch kurz schauen, ob wir noch irgendwas anderes haben. Bloß Muni. Na gut. Hüpf mal. Es muss Reaper-Tech sein. Gottes, zweites Lager gesichert. Sind jetzt unterwegs, zurück zu ihm. Ah, hier gibt's noch ein drittes, okay. Negativ, Commander. Landeplatz heiß, musste mich zurückziehen. Hab drei Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Vergessen Sie es, es sind 4. Rendezvous so bald möglich, Ende. Wir müssen nur durchhalten, bis Cortez uns abholen kann. Gut. Gestrandet zu sein hat schon was. Dann schickt die Wellen. Es würde leicht werden. Auf Cortez warten, ein tolles Ziel. Wir können ja dabei mal ein bisschen hier rumwüten und Cerberus-Einheiten vernichten. Wenn es denn welche gibt, ja, es gibt sie. Lass die Handgranate stecken. Lass sie einfach stecken. So. Wo ist denn hier noch einer? Haben wir hier überhaupt noch irgendwo? Hallo? Irgendwo? Ah, hallo! Konzentration, es ist nicht vorbei. Ups. Ich bleibe dran. Der hat aber weit geschleudert. Halt die Klappe. Hier oben ist auch noch eins, meine Güte. Da gibt's ja noch ein paar. Haben wir noch ein bisschen was zu tun hier, wie es scheint. Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Klar doch. Lieutenant. Das war's dann wohl mit dem einfachen Rückzug. Einfach nachladen und weiterkämpfen. Nachladen müssen wir nicht. Wir haben noch nicht einen Schuss abgegeben. Das ist halt auch das Schöne als Frontkämpfer. Du brauchst überhaupt nicht. Also brauchst du keine Sorgen um Muni machen. So, Freunde. Lass mal spielen. Was wollen Sie denn? Ein Schlag in den Rücken. Haufen Centurios hier. Sie mich. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten. Okay, das ist doch mein Ziel. Und da ist auch einiges los. Da haben wir fröhlich zu spielen. Oh, hier. So, ich würde sagen, der Landeplatz ist so gut wie frei. Bis bald. Bereit für die Exfiltration, sobald sie herkommen können. Ach so, es geht danach schon gar nicht weiter. Oh. So, gleich mal draufhauen hier. Oh, hi. Bin ich irgendwie hier falsch abgebogen? Ich wollte zur Barbecue-Party. Na gut. Ich bin schon die ganze Zeit am Exfiltrationspunkt. Lass mal hier den Techniker weghauen. Ich bin kein Freund von Technikern. So. Ey, was? Geht's noch? Wo kommen denn die ganzen Techniker her, Mensch? Ich will aber auch kein Cerberus Soldat sein, ehrlich gesagt. Das wird nicht schön sein, so hin und her geschleudert zu werden. So, ab geht's. Wir können auch noch mehr holen. Gut, dann nicht. Belassen wir es bei den Zweien. Mission erledigt. Gut, gut, gut. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein.
Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Wieder eine Nebenmission geschafft und... machen wir noch eine? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir könnten eigentlich... Wollen wir auf die Grissom Academy? Das können wir eigentlich machen. Klar, warum eigentlich nicht? Hast du Halloween gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn es hässlich wird. Das muss man ihnen lassen. Ja, sie sind ja auch hässlich. So. Gibt's irgendwas Neues? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch zur Grissom Academy. Das ist zwar auch ein Nebenauftrag, aber... Halt, wir sind noch gar nicht fertig hier. Das ist zwar auch eine Nebenmission, aber von anderem Format als die hier, wo wir einfach nur irgendwelche Cerberus-Labore ausschalten müssen. So, denn ich hatte ja schon verraten, dort gibt's Wiedersehen, nicht bloß mit David Archer, mit dem Overlord, sondern... Oh, die Reaper sind weg, na sowas. Sondern auch mit jemand anderem. So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach hier unten in den Petranebel und schauen uns das Ganze mal an. Gut, da sind wir auch schon. Ich weiß nicht, gibt's hier auch irgendwas zu entdecken oder nicht so? Hallo? Irgendwas hier vielleicht? Scheint bald nicht so, ne? Hier können wir ja fröhlich rumdrücken, wie wir wollen, denn die Region hier ist noch nicht in Gefahr von Reapern übermannt zu werden. Aber ich finde jetzt hier gerade nichts, ehrlich gesagt. Also auf zur Grissom Academy. Los geht's. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Academy besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnet. Alle Studenten sind Menschen und zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotisch Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension-Projekt der Schule will diese Studenten ausbilden und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Die passiven Sensoren der Normandie registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage. Jede davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. Okay, Population 8000, wow. Das ist schon eine größere Uni, würde ich sagen. Länge der Station 1,1 Kilometer, bla. Okay, los geht's. Wen nehmen wir denn da mit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich nehme Garrus mit. Und Liara. Klar, warum nicht? So, ich nehme mal an, ein Level-Up gab es nicht, oder? So, bei den Waffen brauche ich ja nichts zu ändern. Nö, es gab kein Level-Up, also kann alles so bleiben, wie es war. Los geht's!